ich bin unterwegs. Wir haben endlich Wind. Der Anfang war ganz schön schwachwindig. Also noch die alte Welle von der Front gestern Abend oder heute Nacht. Eins! Das gibt's ja nicht. Gestern frühen Nachmittag ist er zu seinem Offshore-Training gestartet. Und jetzt kommt er mir entgegen. War eine harte Nacht für die, glaube ich. Über 30 Knoten Wind. Ja, mir ist gerade eingefallen, was ich vergessen habe. Feuchtigkeitscreme für die Hände. Geil sehen sie auch nicht aus. Ich kann sie euch mal zeigen, wenn ihr das sehen wollt. Oh oh, ich sehe, da ist was aufgegangen. Malheur. Aber das hat ja nicht lange auf sich warten lassen. Schön Petteye abgerissen. Aber Lennart hat sich ja gut vorbereitet und ich habe mir Sika mitgenommen. Das heißt, gar kein Problem. Werde ich wieder reparieren. Yeah, Delfine! Uhuhu. Nice! Hallo meine Freunde, wir sehen uns wieder. Wir haben es 1:15 frühmorgens. Ich habe übrigens noch nicht geschlafen. Ich werde es gleich versuchen. Ein bisschen deprimierend gerade. Wir haben schon seit 5 Stunden nur 5 bis 6 Knoten Wind. Nicht geil. Wir müssen eigentlich gut vorankommen, um dann die totale Flaute zu umgehen, nachher bei den Sillys. Ich zeige euch mal, wie es draußen aussieht. Ja. Regenfront ist angekommen. Ja, schön dunkel. Aber bringt auch ein bisschen Wind mit sich. Das freut uns natürlich. Ja, wieder raus, alles gut. Ich verstecke mich nicht. Ich habe gerade nur den nächsten Logbucheintrag gemacht. Das müssen wir 8-mal am Tag machen. Und die Kamera natürlich rausgeholt. Ich zeige euch mal, was genau ich hier zu mir nehme. Ich habe 3 Tüten pro Tag immer eingepackt. Ja, nasses Futter und das ist gefriergetrocknetes Futter. Klingt jetzt nicht mehr so lecker, aber naja, gut. Naja, ich lasse mir jetzt schmecken. Also, wir haben mal wieder keinen Wind. Wir haben gerade Montag, 18.15 Uhr Ortszeit. Und ja, aber ich habe einen Kumpel hier in der Nähe. Da, Louis, vielleicht seht ihr ihn. Wir spielen gerade Shiproar. Ziemlich nice. Okay, let's start with G3. No shot. E5. E5, water. G1. G1, water. Brachte er auf Kollisionskurs. Ich glaube, er gibt Dampf. Da, 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 da. Na los. Hab das alte Silikon abgemacht. Sieht aber wieder gut aus. Yeah, wir haben wieder Wind. 7 Knoten. Und Speed 6:1. Geil. Sieht gut aus. Wir haben geiles Wetter heute. Leider ist der Wind immer noch nicht dolle, aber wir kommen voran. Wir haben jetzt anstatt 1 Knoten oder dass wir uns im Kreis drehen, haben wir 4,5, ab und zu mal 5 Knoten. Und das Wasser ist so schön geworden, guckt euch an. Dritter Tag, 17:30 UTC und wir haben wieder Wind. Von vorne, aber egal, wir haben Wind. 6,3 Knoten und 10,7 Knoten Wind. Hey, hey, hey.
bisschen, haben wir jetzt den vierten Tag um 5.32 Uhr UTC. Die Nacht war angenehm, ruhig, aber echt kalt, sehr kalt. Wir können leider nicht mehr unseren richtig schönen nördlichen Kurs halten, das ist schade. Ich zeige euch mal den Track. Da oben soll unsere Wendemarke sein. Und konnten wir schön die Linie entlang fahren. Westlich an den Sillies vorbei. Aber jetzt dreht er langsam auf Nord. Ich zeige euch mal, wie es draußen aussieht. Jo, das passiert, wenn man während Corona durch die Irish segelt. Exactly ziemlich nice. Haben mich gerade angefunkt und gefragt, wo ich herkomme, was ich vorhabe und was ich mache. Ja, und als ich dann auch noch gesagt habe, dass ich Deutscher bin, waren sie etwas verwirrt. Aber naja, wir sind halt nicht ganz normal, wir Minisegler, ne? Die haben uns gerade wirklich gesagt, dass bis Sonntag kein Wind mehr kommen soll. Oh shit. Das darf nicht passieren. Louis, Lennart hier. So not the very good news. And finally he said it's east. So what I suggest is that we tack and go up. You know, we tack, 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 tack. I'm sailing with around 3.5 knots. And I think I could be happy with it. And you, are you sailing well or what's about you? I think I'm going to, you know, pack him every 2 hours and try to go maybe straight to Conningbeg. Oh Louis, that's a really, really strange and crazy qualification. I think we can write a book after that. Yeah, definitely. Louis gerade ein bisschen angepisst, weil er kein Essen mehr hat, also nicht mehr genug für die, also vielleicht für noch 4 Tage. Aber das könnten auch noch 5 oder 6 werden. Ich habe Essen noch für 5 Tage. Hätte eigentlich was für 6 gehabt, habe Louis aber schon den 10. Tag abgegeben. Shit. Wir werden sehen, das wird schon lustig alles, das wird schon cool. Auf jeden Fall verlieren wir nicht unsere gute Laune. Yeah, just for my team. Also Leute, wenn ihr das seht, ihr seht wahrscheinlich, dass ich schon ein bisschen komisch bin, aber ist lustig. Ja, yeah. Ich habe eine Plastiktüte oder so gefischt. Was Gutes getan, sehr gut. Eine gute Tat. Und noch 5 Meilen bis Conningbeg. Dann können wir endlich umdrehen. Und die große Tüte hochziehen. Hoffentlich bringt uns das ein bisschen was. Viel zu happy. Geil. Ich höre jetzt erstmal laute Musik und schlag den Spiel Max an. Einfach, weil ich kann. Okay, Corinna, hallo. Ja.
Oh, ganz viele Gefühle gerade gehen auf. Der Hammer. Du glaubst gar nicht, wie anstrengend das war. Ich bin ja schon fast zwei Tage zu spät hier. So viele Flauten. Hab mich so oft im Kreis gedreht. Wir hatten jetzt letzte Nacht schon wieder 4-5 Stunden Flaute und dann ging es aber auch nicht wirklich schnell weiter und crazy. Nicht so spektakulär aus, aber laut Vorhersage kommen heute Nacht 25 Knoten Wind, die wir abreiten werden. Ja, wird bestimmt spaßig. Nach dem ganzen Flautensegeln kann man das ruhig mal machen. Kleiner Einblick in meine Höhle hier. Wir reachen gerade mit Code Zero, vollem Großsegel und vollem Vorsegel auf die Cities zu. Voll geil. Mit 8,6 Knoten. Und ich versuche jetzt ein bisschen zu schlafen, weil die Nacht sehr aufregend werden soll. Bis 25 Knoten Wind. Und hier sieht es so aus. Gerade das Vorschiff schön freigeräumt alles. Hier noch ein paar Kleinigkeiten, aber das meiste Gewicht habe ich jetzt hier hinten. Und hier zwischen schlafe ich. Da sind die Cillies. Hier ist Louis, der gibt auch Gas. Ab in die Go hier. Schön hier. Gemütlich, würde ich mal sagen. Gute Nacht. Geht ab wie Schmitz Katze, kann ich euch sagen. Der Hammer, endlich, endlich. Wir reachen gerade mit etwa 100 Grad Proven Angle. Voller Jib Full und im Großsegel ein Rest mit 11 Knoten. Der Hammer. Oh, ist der Hammer. Mein Herz geht auf. Natürlich sind wir vorsichtig. For sure. Okay, reicht jetzt mit Duschen. Geh was essen. Das ist der Wahnsinn, Leute. Ich will euch das nochmal zeigen. Wir springen gerade mit 11 Knoten Speed über die Wellen. Man fühlt sich wie auf einer Emoka. Zumindest hören und sehen sich die Videos immer so an. Gibt gerade lecker Essen übrigens. Chicken in Raid Sauce with Rice. Sehr lecker. Mal gucken, wie viele Jahre Segeln oder Segelerfahrung es braucht, bis ich nicht mehr so abgehe, wenn ich so schnell bin. Der Hammer. Adrenalinkur. Leute!
nicht bis 28 Knoten. Wir gehen ab wie Sau. Okay, jetzt kommen die 30 Knotendrücker rein. Vielleicht soll ich mal einen Rest reinmachen. Also, zweites. Aber läuft gerade so gut. Wir sind wieder fast an der französischen Küste. Naja, eigentlich so gut wie an der französischen Küste. Ja, läuft, würde ich erstmal sagen. Wir sind schnell. Haben jetzt gerade den Strom mit uns. Ich denke mal so 7,5 Knoten. Ich denke, ich kann auch einfach mal gucken. Ja, um die 7 Knoten. Oh, und ich habe meine Boots nicht ausgezogen. Etwa 48 Stunden lang. Und das war nicht gut. Weil meine Füße die ganze Zeit nass waren da drin. Und jetzt strömt die Haut extrem. Also jetzt ist eine Lederhaut gebildet. Aber das ist nicht gut. Nicht so viel meckern, Lennart, genießen ist nämlich schön, auch wenn es nicht so aussieht und sich körperlich auch nicht so anfühlt, aber hier in meinem Kopf bin ich der glücklichste Mensch gerade. Ich freue mich, dass wir schnell sind und nicht kreuzen müssen. Vom Kreuzen habe ich jetzt erstmal die Nase voll, da muss nicht mehr sein, bitte nicht. Jetzt auf einem Bug. An Rochebonne vorbei, nach La Rochelle, die Rerunden und dann auf einem Bug wieder zurück. Ich hoffe, das wird was. Hab aber leider seit Cunning Beck, seit Irland keine Wetterinformationen mehr. Übrigens bin ich extrem stolz auf meinen Autopiloten. Das ist so toll. Guten Morgen. Wir haben jetzt Samstag, den 20.06. 2:30 Uhr morgens UTC. Ja, wir fahren jetzt schon seit einigen Stunden wieder einen offenen Abendwindkurs. Kommen immer mal ein paar Schauer durch, was ich eigentlich gut finde. Ist etwas ungemütlich, aber ich komme gut voran durch die Schauer. Ohne die Schauer hätten wir nur so 12 Knoten, 13. Mit den Schauern haben wir 18, 19 Knoten. Mal gucken, wann ich ankomme. Ich hoffe nicht von Sonntag auf Montag Nacht, das wäre doof, wenn wir am Tag ankommen. Hallo, heute Tag 7 und wir haben es 10 Uhr UTC, Local Time 12 Uhr. Wir gehen natürlich wieder ab. Ja, meine Socken trocknen. Jetzt haben wir 8,6, 8,8 Knoten. Übrigens, ich muss jetzt meinem Autopiloten endlich einen Namen geben. Er lässt mich nicht im Stich und steuert so gut. Das wird ein schöner Name. Ich hoffe, mir fällt noch der Beste ein, bevor ich ankomme wieder. Ich habe bisher an Emma und Elise gedacht. Finde ich beide sehr coole Namen. Ist auf jeden Fall ein Mädchen, das weiß ich schon. Ja, meistens Style. Die Sonne knallt ganz schön. Wir sind jetzt auf jeden Fall nicht mehr in dem Tiefdruckgebiet, was wir anfangs, womit wir anfangs eigentlich segeln wollten die ganze Zeit. Also ich habe seit Tagen keine Wetterinformationen mehr, aber Barometer sagt jetzt 1022 Hektopascal an. Oh, und das kann kein Tief mehr sein, glaube ich. Ja, yeah. Wir sind am Plateau der Rochebonne. Macht Spaß, das Wetter ist super. Da kommt gleich die Boje, da muss ich ein Selfie von machen. Das wird lustig.
hier wie immer das schöne Kielwatt. Genau. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen zu schlafen. Wir sind nämlich bald an der Ile de Ré. Und die müssen wir runden. Und das wird sehr eng da. Und es wird Nacht sein und stockduster. Und da will ich wenigstens ein bisschen geschlafen haben. Gucken, ob das hinhaut. Ich habe übrigens jetzt was Merkwürdiges festgestellt, was wahrscheinlich aufgrund des Schlafmangels und auch aufgrund der Einsamkeit auftreten könnte. Naja, zumindest wenn ich mich hinlege und ein bisschen zur Ruhe komme und nicht über Segeln oder Essen oder sonstiges nachdenke, dann fange ich an, Tag zu träumen. Also klar träume ich das wahrscheinlich auch, wenn ich schlafe, aber auch wenn ich die Augen zumache, träume ich über Gespräche mit Freunden und Familie, Eltern und mit meinen Trainingspartnern. Also es ist verrückt, irgendwie rede ich dann einfach über Gott und die Welt mit denen, über Segeln und über weiß was ich, irgendwelche Partys. Ziemlich lustig eigentlich, gar nicht so schlimm. Es gibt Frühstück, Mittag zusammen, irgendwie sowas dazwischen. Heute Morgen war keine Zeit zum Essen, da habe ich mir nur so ein paar Energieriegel reingezogen, die überhaupt nicht lecker waren und ganz schön mächtig. Also nach so einem halben musste ich erstmal eine Pause machen. Bald da, ich denke mal, heute Abend irgendwann, 21, 22 Uhr etwa. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Licht haben, dass Alexander schicke Bilder machen kann. Es ist so unglaublich ruhig. Der ganze Krach. Alles plötzlich weg.